Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge zu 7 Days. Ja. Hier wird er angekommen. Ich habe noch ein bisschen ein paar Brieffesten gelootet. Hier zum Beispiel hier, wie man die Gachen fatzieren können. Bisschen mal Rüstung. Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Das hier. Das Spitzen kann ich auch erstmal reinmachen, ja. Ein bisschen überlegt, ob ich mir im Laufe der Zeit mir eine Bodenbasis mir selber bauen werde. Mit, ja, wie so eine halbe Burg. Und ja, da dann die Bodenbase mache, statt hier so einen gefertigten ja, gefertigten Gebäude. Das heißt, der Händler ist ready to go. Ja, ich dachte, damals war es um 6, also 6 Uhr, dass der Händler aufmacht. Aber jetzt ist es, glaube ich, wenn das Bing Bong kommt, dann hat der Händler schon offen. Okay. Ein paar Greifvögel. Ach Scheiße, ne? Naja, scheiß drauf. Well, didn't we agree your first job was gonna be free? Damn, this is all I can spare. Irgendwann kann man ja alles gut erlernen. Ich nehme hier ein paar Schrotflinten. So, jetzt haben wir quasi die Stufe 1 wieder erfolgreich gemacht. Jetzt haben wir den Geld. Nehme ich einfach das hier. So, jetzt müssen wir ja Stufe 2 Quest irgendwie bekommen. Ich da noch mal ein Reset mache. What the hell do you want this time? Wollt ihr hier Schraubenschlüssel kaufen? Mach mal. So, das kann ich ja hier verkaufen. Brauche ich ja nicht mehr. Die nächsten.
Jetzt treffe ich auch immer wegen King, ne? Ja. Oh, ich warte einfach mal restarten und bis gleich. Oh, müsste gleich losgehen. Oh, hier mal einfach nochmal rein. Eine Bude hier. Put away your weapon. Oh, jetzt haben wir mit der Stufe 2 Quest. If you want a job, what are you standing there for? Don't you have work to do? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Warum das auf einmal gedings hat, aber es kam in einem Tag 2 Hotfixes. Ein kleinerer Patch und ein großer. Aber jetzt. Ich muss halt nur aufpassen auf mein Fahrrad, das ist über der Hälfte kaputt. Weil ich auch mal überall dagegen knalle. Ja, ich hab mich ausgeladen. Das Ding ist bei sortierten Kisten ist. Von der Munition kann ich was mitnehmen. Da kann ich noch reinzimmern. Das rein. Oh, jetzt müssen wir quasi jetzt nicht so ganz 20 Quests machen, um Stufe 3 zu kriegen. Wenn wir einen Punkt dafür kriegen. Schon, ja. Dings kann man ja auch noch machen. Wenn ich die Rohstoffe dafür habe. Eine Werkbank. Stufe 2 Gebäude. Darf man nicht vergessen, ein Ding zu machen. Ein. Briefkasten zu looten. Wir sind auch Game Stage 27 mit Level 19. Wenn das jemand wissen möchte. Rüstung, Knüppel, Fahrzeugfertigkeit. Eile. Ein Visier. Rüstung und Arbeitswerkstatt. Schön.
Geld. Was ist das Häuschen? Relativ flott hier mit den Sperr. Müssen ja hier irgendwie hoch, glaube ich. Oh ja, hier kommen wir woanders irgendwo hin. Nicht so was. Das war natürlich unglücklich. Komm, Messias. Erntewerkzeug, Reparaturwerkzeug, Reifen. So, kommen wir zurück zum Händler. Was haben wir hier noch? Finde mal Messing im Beuten. Hand, medizinische Handwerksfähigkeit. Ein bisschen futtern. Zerlege ich mal. Hat keine Verbindung. So, Briefkasten abchecken. Und im Briefkasten ist Fahrzeugfertigkeit. You think you're pretty smart now, don't you? Here's your pay, Einstein. Verbandsjasten. Das fallende beseitigen. Look, Buckhead, I'll give you some work. Ja, but you better not disappoint. Pff.
Fall. Quest kenne ich auch noch gar nicht. Machen wir mal. Disappoint me and you'll find just flash some cash or get lost. Gucken wir mal, was kriegen, ja? Easy. If you don't like my food, you can always go dumpster diving. Dann machen wir das einfach mal mit dem Befallenen. Die Quest kenne ich noch gar nicht. Ein Befallenen ist. Überladen. Bin ich eigentlich. So machen wir. Da krieg ich mal plus 2 auf Stufending. Und nicht schlecht. Ich merke jetzt gerade, dass es Zeit wird, mal ein bisschen Verteidigung und sowas zu machen. Was ich danach mache, ein bisschen Holz sammeln, Verteidigung bauen. Und ja. Was soll ich jetzt? Vielleicht noch eine zweite Tür oder noch die Türen verbessern, dass sie nicht gleich durchkommen. So, dem befallenen Gebiet. Gucci-Tasche.
Mit 7 Scheinchen. Oh, ein Wilder. Mich fast sehen kostet, ne? Oh, naja. Hat gut aushalten, ne? Louis. Halt noch alle mehr, was ey. Ja, was habe ich die Knarre dabei? Also, jetzt sind schon ab, du. Was ist denn das? Verbessert Klippe. Das? Da ist ein Schalter. Bulle. Ui, 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 ui. Ui, ui. Der Polizisten hätte ich nicht gerechnet, ey. Was war denn das hier mit den Hebel? Ah, okay. Also bei sowas, da stand ja, dass das was schwieriger wird. Dass es so schwierig wird, dass nur Wilder und dicke Dinger da sind. Nee, doch. Ja, mal zum Briefkasten gucken. Schade.
Medivac Klinik. Ja. Da viele Vornester, die jetzt gekonnt ignoriere, einfach zum Händler laufe, fahre. Danach tue ich die Werkbank herzustellen. Um mir dann vielleicht Eisenwerkzeuge bauen könnte. Das raus. Schon habe ich zwei Dings. Congratulations. Damn, you smell like the dead. You better have money. 500 Holz nehme ich einfach mal. If you want a job, I'd say it's been an honor to work with you, but it would be a lie. Das Holz einfach bewusst genommen, weil ja, mehr fallen. Und ich habe auch gesehen, dass jetzt die Fallen, wenn man so platziert, auch jetzt XP bekommt. Ich weiß nicht, ich glaube damals gab es noch nicht, dass es XP bekommen hast. Das ist ein gutes eigentlich. Erstmal alles rein hier. Rein. Rein. Einen Bogen mit rein. Die warte ich mal hier die Dinger mal abbauen. Ich gerade, ich habe überhaupt kein Leben mehr. So.
Okay, man hat keine Dings mehr. Keine Schichten. Okay, ich hab sehr viel rausbekommen. Nehmen wir das Auto auch noch gleich hier. So. Und hier, Berg. Bank. Dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Eisen. Einmal wieder an. 30. Oh. Ich das für was Gegenstand aus Messing könnte so ein was dein Rucksack zerlegt werden. Messingstücke, sie können sie auch in die Schmiede eingeschmolzen werden. Machen wir mal. Ja, die kühlen Dinger haben wir ja sowieso nie gebraucht. Was sind 6 Holz? So, dann holen wir mal alles ran. 20 solche Elektrodinger. Ja. Dann 5mal Klebeband. Glaube ich bei Medicent. Ja. 100 Nägel. Oh. Ja. Ein Fahrzeug. Ein paar Basteln. Und 59. So, dann machen wir uns auf den nächsten, zu der nächsten Mist. Hier ist. Markion. Mitten in dem Part noch. Ja, warte ein bisschen länger. Moin.
Ach, das ist das mit dran. War ich ja schon offensichtlich schon mal dran. Mach den Feuermod jetzt raus. Das mit dem Feuer, das ist gut, aber irgendwie nervt mich das. Dass die in Flammen aufgehen und man sieht nicht richtig, was man, wo man treffen muss. Naja, einfach jetzt einen dicken Rush. Mehr looten hier. Sehr schön, Schockstäbe und Robotik. Merke aber, dass mein Speer sehr schnell kaputt wird. Oh, Hallöchen, der Dame. Sind die Bücherregale. Okay, fast kaputt, ne? Samen. Aus dem Haus. Oh, Schmiede des Stahl. Zweimal Robotik, Handwerk. Wo ist das? Kommando-Outfit. Angriffsgeschwindigkeit von Echsen erhöht. Nehmen wir alles mit. Money. Hier sind ein paar Bücherregale, schön. Robotik. Handwerk, das und das. Medizinschrank nehmen wir auch gerne mit. So.
Handwerkzeug. Okay. Kann ich zwei mitnehmen. Erfolgreicher Loot-Tag. Zufall. Vorbereitung ein bisschen für die Wellenhorde. So fehlt eigentlich nur noch die Nähe, ne? So. 6 Minuten dauert der ganze Spaß. Und ja. Dann verabschiede ich mich schon mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.